So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tag im Medieval Trader Simulator. Alle reden vom Marsbesiedeln. Hat jemand schon mal die Marsmännchen gefragt, ob die das wirklich wollen? Ich glaube nicht, ja, siehst du? Ja, da hast du vollkommen recht. Oh ja, Baldram. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Soll ich dir schon mal Tschüss sagen? So, ab zum Markt. Ein Bämbel auf euch. Ja, man's will hier. Erstmal Klong in die Runde, gell? Schön, dass ihr da seid. Stammtisch. Klong. Quizfrage. Mal schauen, ob du das weißt. Wie heißt das Pferd vom Hexer Geralt von Riva? Das kann ich dir gerade nicht sagen, weil im letzten Teil, Achtung Spoiler, ist das Pferd ja gestorben. Von daher kann ich dir das gerade gar nicht sagen, 13. Ich habe da drauf auch noch nie geachtet. Aber es ist ein kurzer Name. Plötzl. Plötze. Genau. Plötze. Ja. Wie kommt ihr denn jetzt wieder auf den Witcher? Ja, die so heiß sind, auf dem Mars zu leben, die können das erstmal vorbereiten, bis wir dann wirklich mal alle draufkommen und dort wirklich leben können. Das sollen erstmal andere Leute für uns vorbereiten, würde ich sagen, oder Leute? Bevor wir uns hier verstrahlen lassen. Ja, Mann, Sir Nemo, Junkie, Frank und Jens, Prost! Klung! Ja, ja, da geht's ja dann um Wasser, Christian, und um die Sonne, ne? Aha. Ach, bis dahin. Nichts ist für immer. Auch die Erde wird's nicht für immer geben. Das ist schon mal klar, ne? Also eine Strahlenschutzkleidung hält ja auch nur für einige Stunden. Ach so. Du wusstest es nicht. Nö. Ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich weiß, wie der Witcher mit echtem Namen heißt. Solange es Bämbel auf dem Mars gibt, mache ich hin. Ah ja, Svelia, oder? Na, da muss als erstes Essen und Trinken muss gesichert sein, sonst gehe ich da nicht hin. Das Allerwichtigste ist ja Essen und Trinken. So, mein Freund. Du machst ganz schön Geschäfte mit mir, gell? Na gut, ich auch mit dir. Bis unsere Sonne entweder zur Supernova oder zu einem schwarzen Loch wird, dauert es noch 1 bis 10 Millionen Jahre. Ja, bis dahin geht's noch. Ja, ja. Wir kommen ja alle nicht lebend raus. Nee, das ist schon mal klar. Ach, mein Freund, heute hast du aber keine guten Angebote für mich, ja? Willst mich aber jetzt nicht fertig machen hier. So. Garlic. Tomato. Ich muss ja optimiert. Ganz optimiert. Vielleicht kriegst du da sogar 3 nebeneinander. Guck mal. Optimierung in der Lieferung. Apple. So, Brot. Muss ich aber, glaube ich, vielleicht sogar, warte mal. Vielleicht kann ich auch da 2 nebeneinander stellen. Das wäre natürlich geil. Warte. Ich trick's dich aus, mein Freund. Ich trick's dich noch aus. So, hier. Ach komm. Der Käse. Da ist der Käse gegessen, sagt man doch, gell? Da ist der Käse gegessen. So, jetzt gucken wir mal. Ach du heiliger Medizin. So, Mandelöl. Olivenöl. Filbert Oil.
Das ist auch nicht schlecht. Pass auf. Jetzt kriege ich immer alles hin. Noch Olivenöl mitnehmen. So. Gucken wir nochmal nach dem Fisch. Fisch sind sie auch alle ganz heiß drauf. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das stapel. Liebt und vermehrt euch und trinkt viel Äppler. Was haben wir denn jetzt noch für ein Geld hier? Was haben wir denn hier? Meatballs. Oh, Pork. Komm, wir nehmen halt Pork mit. So, und zwei Kisten können wir noch machen. Der will dich abzocken, der Babsack. Ich sag's dir, da müssen wir immer aufpassen. Du willst nicht auf den Ohr mehr, gell? Ja, ja. Das weiß ich schon. Nee, der ist schon brav. Der will nicht auf den Ohr mehr, weiß. Das will er. Der weiß, der muss sonst auf den Ohr mehr. So, pass auf. Das wollte doch auch die Leute haben hier. Komm, wir nehmen noch den, das Zeug mit. Äpple, nein, de Kopf, sagst du? Da geht der Äpple, nein. So, pass auf, komm. Schön. Vorgehen. Wir sollten sie erstmal zugeben, dass sie auf dem Mond schon seit Jahren eine Mondbasis gebaut haben. Richtig, Wolli. Würde erklären, warum keiner mehr offiziell zum Mond fliegt und warum die Amis nun offiziell in ihren Streitkräften die Waffengattung US Space Force besitzen. Und die Waffengattung ist knapp 10.000 Personen stark, wovon über 6.000 oder... Guter Hinweis. Guter Hinweis. Aha. Wollen wir mal ausprobieren, ob wir sogar drei stapeln können? Nee, ne, lieber nicht, oder? Ach komm, wir probieren es doch aus. Komm, wir probieren das einfach mal aus. Achtung. Obwohl, hier geht ja sowieso noch was drauf. Warte mal kurz. Ich mache mal hier so. Und jetzt fahre ich mal ein bisschen vor. Ah! Ah! Es geht sogar, Leute. Wie geil ist das denn? Ich kann sogar drei hochstapeln. Ja, das Pferd ist gestorben, aber hast du gewusst, dass jedes Pferd vom Hexer immer Plötze heißt? Daher, die sterben am laufenden Band. Die sterben? Ich habe bisher nur ein Pferd gesehen jetzt, was gestorben ist. Die anderen Pferde habe ich nicht sterben sehen. Echt? Die sind... Es ist doch bisher nur eines Pferd gestorben. Ich kann noch höher stapeln, meinst du, Funny Player? Ich traue mich nicht ganz. Haben wir dieses Almond schon gekauft? Weiß ich jetzt nicht, ne? Wisst ihr das noch? Rope. Cheese Knife. Ein Orme! Ich hätte gern Orme. Frank? Willst du auch auf ein Orme? Habe ich nicht, Ria, okay. Der Frank will auf ein Orme. Oh, Seed. Seed. LED Lantern. Mortar. Eine Vase. Gucken, wie viele da immer drin sind, ne? Moin, du Hochstaplerin. Moin, Castor. Ja, ich versuche ganz hoch zu stapeln. Hier wird hochgestapelt. Hier stapeln sie hoch. So. Da drüben habe ich schon geguckt. Ja, dann können wir uns hier noch so ein bisschen auslassen, ne? Die 190 Dollar wollen ja unter die Leute gebracht werden, ne?
Chicken. Vielleicht doch mal die Meatballs mitnehmen. Aber so viel ist nicht, ne? Komm, dann nehmen wir noch das Öl mit. Wenn ihr sagt, ich habe das noch nicht gekauft. Zwei Kistchen können wir bestimmt noch mitnehmen. Handkäse? Ja, ich glaube, ich habe schon alle Käsesorten gekauft. Also sieht ganz gut aus, dass wir jetzt hier versorgt sind, Svelia. Balls sind immer gut, ja. Ball, Ball, ey. Oh Gott. So. Ein Hammer. If I had a hammer. A hammer in the morning. And if I had a cheese knife. I would be so happy. Wollen wir mal kurz gucken, ob wir das auch könnten? Wieder ein bisschen schieben. Das geht sogar auch. Leute, ihr habt recht. Man kann sogar auf vier, sogar vierfach hochstapeln. Nee, aber jetzt müssen wir nach Haus. Na, tschüss, bis Mosche. Ja, macht's gut. Haut rein. Warte mal, nur mal ganz kurz gucken, dass wir auch wirklich alles dabei haben. Ja. Ja, geil. Warte mal kurz. Wieder ein Foto machen hier. Fürs Fotoalbum. So, auf geht's nach Haus. Die Musik nicht vergessen. Also Essig, Öl, Zwiebel, ja. Ein Tisch und ein Regal. Kaufe ich morgen, Gasser. Kaufe ich morgen. Ich probiere das ganze Zeug jetzt da hinzulegen. Ein Käsemesser. Ajo, ein Käsemesser. Wieso singst du unser Männerlied? Ach so, du bist ja Karl-Heinz. Foto für die Versicherung. Genau, Castor. Foto für die Versicherung. The Chat tut never ever irren tun. Genau, Christian. Was haben wir denn jetzt? Wir haben schon 17 Uhr. Also wir eskalieren hier in dem Trader Live Simulator noch krasser als beim anderen Simulator. Normalerweise kommen wir beim Trader Live Simulator immer so um 11, 12, allerhöchstens 1 Uhr sind wir zu Hause und können den Laden einrichten. Hier in dem Spiel hast du natürlich unglaublich viel Auswahl. Und kannst jetzt schon sehr viel einkaufen. Jetzt ist 17 Uhr, wir sind jetzt erst zu Hause, gell? 17 Uhr. Jetzt müssen wir uns beeilen beim Einräumen hier, damit die Kundschaft noch was kauft. Ein Pferd würde sich weigern, den schweren Karren zu ziehen, aber Karl-Heinz schafft das locker, lol, ja. Genau, Softeis. Ja. Deswegen haben wir kein Tier Softeis, weil der es gar nicht machen würde. Das ist der Grund. Siehste? So, Käsemesser. Kommt zum Käse. Kann man die stapeln? Ja, alles easy. Ein Käsemesser kommt zum Käse. So. A Kottel. Oder was auch immer das ist. Die Kottel, die lege ich mal hier hin. Frisch geknüpft von Karl-Heinz. Oder soll ich die mal hier hinlegen? Guck mal, die kannst du auch hier hinlegen. Du kannst ja den Tisch auch benutzen. Die Kottel ist aber nicht zum Erhängen da, Manfred, ne? Manfred. Oh, du siehst aber heute wieder schön aus. Gell? Nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst. So. Der Orme. Der Orme. Wollen wir den Ormer zum Klo stellen? Du brauchst Plötze für den Karren, ja. Hast du mal überlegt, Radiomoderatorin zu werden? Weißt du, was mein Problem ist? Ich müsste sehr früh aufstehen, meistens als Radiomoderatorin oder auch sehr spät. Und das wäre, glaube ich, nichts für mich. Er war's. So, kommt
kommt schön auf den Boden. Kann man die auch stapeln? Ah ja, Suppe. Tonwaren hier. Ei, was macht er dann? Ihr sollt euch nicht im Lade ohne Halde. Ihr haltet alles auf. Was ist denn das? Wo lege ich denn das hin? Das lege ich auch dahin. Hier, guck. Keine Ahnung. Unersetzer. Keine Ahnung, was das ist. Sieht so aus, gell? Schöne Unersetzer. Das ist eine Haarnadel. Huh. So, das Öl. Sag mal. Junge. Ich bräuchte leider später mal. Da gibt es das auch noch zu kaufen. Olivenöl. Nur wird Chefin aber übermütig mit dem Transporter Waren, wenn ich so ihren Karren sehe. Ja. Das muss sich ja auch rentieren. Weißt du? Das muss ich alles rentieren. Der Weg ist weit. Der Weg ist weit. Guck. Ah, ist das schön. Suppe. Kannst du die nicht einfach auf deine Kisten stellen? Ja, das könnte ich machen. Ich kann mich auf meine Kisten stellen, damit ich höher bin. Das geht auch auf alle Fälle so, ja. Ja. Der Hammer. Komm, ich lege schon mal den Hammer zum Verkäufer. Hoffentlich wird er nicht mit dem Hammer erschlagen. Ich wünsche es dir nicht, Karl-Heinz. Oder Manfred, meine ich. Ich bin ja Karl-Heinz. Ich wünsche es dir nicht. Ich hoffe nicht, dass die Bürger auf eine komische Idee kommen. Guck, da haut er ab. Hat er gleich Angst. So. Pork. Der Manfred. Das ist so geil. Was, die Eskalationsnadine ist wieder am Start, ja. Ich bin dafür, dass wir mal zusammen Phasmo zocken, dann schwätzt du die Geister mal auf Hessisch zu. Ja, du musst mal gucken, Svelia. Du musst mal gucken. Ich habe letztens auf Hessisch und Walisch mit dem Geist gesprochen. Es war sehr lustig. Es war wirklich eine sehr, sehr lustige Runde, ja. Aber es ist sehr schwierig, Hessisch und Walisch gleichzeitig. Wo bist du? Longbrett. Longbrett. Das nächste Mal nenne ich Baguette auch Longbrett. Langes Brot. Geh ich zum Bäcker, ich hätte gern langes Brot. Was wolltest du? Eletterroll. Was ist ein Eletterroll? Ah ja, super. Warte mal, tue ich in die Letterroll hin. Letterroll. Ach komm, tu die doch mal hier hin. Sieht aus wie ein Teppich. Letterroll. Das sieht aber aus wie so ein, wie so Tierhaut, ne? Ah ja, klar, Leder ist ja Tier. Oh Gott. Da klotze ich gleich schon mal nein. Ah ja, mach das mal. Du renkst dir den Kiefer aus, ja. Habe ich ja gesagt. Beziehungsweise der Mago hat gesagt, nach 2 Wochen hast du mehr Kiefermuskulatur wie Oberarme, wenn du so weitermachst. Ist so. Hat er recht. Eine Filzlappe. Das ist eine Filzlappe. Das kannst du auch sagen, ja. Eine Filzlappe. So. Nee, du musst stapeln, Karl-Heinz. So viel Platz haben wir nämlich nicht. Wir müssen am nächsten Tag mal auf dem Markt Regale und Tische kaufen. Sonst wird das nichts mit uns.
So ist es als Arbeiter hier. Du kannst. Du musst noch lange arbeiten. Alle sind schon im Bett. Und du musst schaffen. So ist es Leben, hm? Karl-Heinz. Mach dir nichts draus. Morgen sacken wir hier Kohle ein. Morgen geht's hier so richtig los. Komm, das kriegst du auch noch runter hier. Guck. Hier. Warte. Komm, Karl-Heinz. Streng dich an. So. So. Jetzt kommt hier der kleine Käse. Ah, nee, warte mal. Den habe ich ja hier schon. Der kleine Käse. Lederlappe, um Scheibe abzuledern. Da kommt man aus dem Büro und die erste Weisheit der Chefin, Leder sieht aus wie Tierhaut. Ich gehe mal Kaffee kochen. Wenn ihr was aus Süden lachen hört, das bin ich. Turmbau zu Babel. Oh, apropos Kaffee, jetzt ist mein Tee kalt. Mm. Moment. Turmbau zu Babel, ja. Bei mir wird es eher der schiefe Turm von Pisa. Schade, dass man die Obstsorten nicht stapeln kann. Schade. Und da muss ich ja meinen Trader-Zocker sucht die ja hiermit auch nochmal grüßen. Unseren lieben Darian. Wir zocken das ja jetzt tagsüber. Und Darian kann leider nur abends beim Stream dabei sein. Aber den grüße ich jetzt hiermit ganz lieb, weil der auch immer ganz viel Trader Live Simulator zockt. Und all meine YouTube-Videos auch beim Trader Live Simulator kommentiert. Beziehungsweise kommentiert hat. Im Moment gibt es ja keine neuen Folgen. Deswegen grüße an dich, Darian! Und ich bin sehr gespannt, wie dir das Spiel gefällt. Und ob du das dann auch zockst. Tomato. Ich benötige definitiv mehr Regale, ja. Da hast du recht. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich erstmal das ganze Zeug hier reinschaffen soll, schlafen soll. Ich glaube, das mache ich auch. Ich schlafe erstmal schnell. Und morgen räume ich den Rest ein. Ja, ich weiß, dass man mehrere Sachen kaufen kann. Wollte ich aber nur nicht. Oh, wir müssen noch Pipi.